Wir wollen eine ganz einfache Wurzelgleichung lösen. Das heißt, eine Wurzelgleichung, in der nur eine Wurzel vorkommt. Wir gehen dabei nach einem Schema vor. Nach diesem Schema löst man alle Wurzelgleichungen. Bei komplizierteren Wurzelgleichungen kommen hier allerdings noch Schritte zu. Wir fangen also einmal an, diese Wurzelgleichung zu lösen, indem wir Schritt 1 des Lösungsschemas anwenden. Schritt 1 lautet, eine der Wurzeln isolieren. In unserer Gleichung haben wir natürlich nur eine Wurzel, das heißt, wir müssen diese Wurzel hier isolieren. Wie machen wir das? Wir ziehen auf beiden Seiten 3 ab und erhalten dann Wurzel x plus 3 minus 3 gleich 9 minus 3. So, auf dieser Seite plus 3 minus 3 hebt sich auf, bleibt nur noch Wurzel x übrig. 9 minus 3 ergibt 6. Damit haben wir den ersten Schritt, hier steht er, eine Wurzel isolieren, durchgeführt. Der zweite Schritt beim Lösen einer Wurzelgleichung lautet, ich habe es hier aufgeschrieben, potenzieren mit dem Wurzelexponenten. Wir müssen also beide Seiten der Gleichung mit dem Wurzelexponenten potenzieren. Wie lautet er hier? Er lautet 2. Also der Wurzelexponent 2 wird ja nie mitgeschrieben. Und daher müssen wir beide Seiten mit 2 potenzieren. Ich schreibe es mal dahinter, mit 2 potenzieren. Dann erhalten wir Wurzel x zum Quadrat und auf der rechten Seite 6 Quadrat. So, jetzt kommt der entscheidende Schritt des Lösungsschemas, Schritt 2, die entscheidende Stelle. Und zwar radizieren und potenzieren heben sich ja auf, wissen wir aus der Wurzelgleichung, und es bleibt nur noch x übrig. 6 Quadrat ist klar, 36. Damit haben wir auch schon die Lösung. Jetzt müssen wir bei Wurzelgleichungen immer die Probe machen, weil nicht beim Lösen von Wurzelgleichungen potenziert wird und beim Potenzieren können falsche Lösungen hinzukommen. Wie machen wir die Probe? Wir nehmen die Ausgangsgleichung, die ist hier oben, und setzen die Lösung x gleich 36 da ein. Ich schreibe das mal auf. Aus Wurzel x hier oben wird dann Wurzel 36 plus 3 gleich 9. So, jetzt rechnen wir das mal aus. Wurzel 36 ergibt 6 plus 3 gleich 9. Oder einfacher geschrieben, 9 gleich 9. 9 gleich 9 ist auf jeden Fall eine wahre Aussage. Und weil diese Aussage wahr ist, also ist die Probe wahr, und damit ist x gleich 36 wirklich eine Lösung unserer ursprünglichen Gleichung hier oben. Die Wurzelgleichung ist also gelöst.